Ja, wir sind zurück, ihr Ficker, ja. Jetzt mal ehrlich, ne? Was soll ich jetzt noch sagen? Das Spiel fuckt mich ab, aber auf eine Ebene, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich habe selten so viel Hass für ein... Genau, jetzt weiß ich, wo ich so viel Freeze hatte, bei Borderlands. Da hatte ich wirklich, bei jeder Trophäe, die ich bekommen habe, habe ich so einen krassen Freeze gehabt, dass ich die PlayStation komplett von vorne starten musste halt, ne? Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, musste ich die Scheiße neu starten. Und, aber bei Borderlands habe ich zumindest das Problem gelöst. Ich musste nur einfach nur die CD rausnehmen. Hier kann ich keine CD rausnehmen. Hier muss ich die komplette PlayStation neu starten, ne? Irgendwann muss ich dann die PlayStation wahrscheinlich mit so einem Vorschlaghammer öffnen, ne? Damit ich die Taste da drücken kann, ne? Weil die Koffe die Taste irgendwie verschluckt oder so. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt zwei Runden noch auf jeden Fall zu machen. Einmal eine ganz normale Runde, einmal mit Dings da. Und wenn es wieder zu einer Art Super Freeze kommt, ne? Dann werde ich das Spiel nie wieder. Nicht mal in der. Ich habe eigentlich vorgenommen, das Spiel nächstes. Ich starte mal das Spiel. Ich gucke mal, wir starten erstmal schon mal Runde. Währenddessen. Ah, warte, nee. Warte, ich starte keine Runde. Ich glaube, ich weiß, warum der Freeze kommt. Vielleicht bei den, wegen dem. Ich versuche mal mit den kleinen Karten mal. Also mit den kleinen Modis. Vielleicht kommt ja hier das System nicht klar, dass so viele Spieler in einem Lobby sind halt, ne? Weil Call of Duty ist ja ein geiles Spiel, was in jeder Lobby Qualität besitzen muss halt, ne? Und ich werde schon mal mit folgendermaßen sagen, wenn ich wieder so eine Art Super Freeze bekomme, werde ich das Spiel morgen nicht streamen. Oder die nächsten drei Tage. Weil ich das schon meine PlayStation nicht, damit ich Call of Duty spiele. Ich bin nicht so verzweifelt. Ja. Oh, wie kann man ein Spiel so kacke programmieren? Ganz ehrlich, egal wer an diesem Spiel gesessen hat, ne? Löscht euch, ja. So, gucken wir mal. Ja. An mir Operators, weißt du, wieder so Möglichkeit, so, wow, Geld, noch mehr Geld abziehen von den jungen Leuten, die keine Ahnung haben, was mit Videospielen, was sie mit dem Geld alles machen können. Ganz ehrlich, gut gesagter Tipp von mir. Es kommen jeden, es sind mindestens 400 Angebote momentan beim PlayStation Store und bald kommen Black Friday Sales. Guckt euch lieber dort was an, ne, und kauft lieber von dort was. Da, mit den 20 Euro kann man sich da 3 Spiele holen. Ihr könnt sogar 10 1-Euro-Spiele kaufen, ne, wovon ihr ein Spiel und den Rest einfach in eurer Festplatte verrottet. Aber das ist besser, als das Spiel in dieses Scheißspiel zu investieren, ne. Ja, mit einem ohne Spaß muss man wirklich, das muss man kostenlos anbieten. Das Spiel muss man kostenlos anbieten, weil für 70 Euro ist, das Spiel ist keine 70 Euro wert. Da hau ich lieber die Fresse, als irgendwie 70 Euro nochmal für das Spiel auszugeben. Da gebe ich lieber Jamie 70 Euro und sie kann mir damit schön damit ins Gesicht eine geben. Weißt du, was, aber mit voller Wucht mit dem Knie. Da, selbst das sind die 70 Euro mehr wert als das hier. So, wieder so eine Camper-Map. Ach, guck mal, das ist ein Gegner. Wow. Wie schnell er weg war, ey. Ja, da unten. Ach, der Keks. Der Keks heißt er. Ja, am Spawn bei mir, aber geil. Wollt ihr nicht beleidigen. What? Da war einfach ein Gegner neben mir irgendwo. Sag mal, ah, hier. Die Straße heißt Via Ugolino. Via Ugolino, genau, ja. Da weiß jeder auf jeden Fall, wo wir sind. Wo sind die denn? Weißt du, ich höre nicht mal Fußschritte, ich höre nix. Ich höre keine Gegner laufen, ich sehe keine Gegner. Haben wir überhaupt Gegner? Hier. Ja. Ohne Spaß. Das ist der traurige Ende einer Call of Duty-Serie. Oh, der hat... Und ganz ehrlich, alle, die letztens in den Kommentaren bei dem einen Forum geschrieben haben, dass das beste Call of Duty Multiplayer aller seit World War II ist halt, ne? Ich werde euch finden, ne? Und ich werde euch richtig hart in die Fresse spucken, ne? Das kann nicht sein, dass ihr so eine Scheiße daran schreibt, ne? Und dann spiele ich das Spiel und erwarte vieles. Und am Ende hat der Arztbesuch mehr Spaß gemacht als das hier. Leute, was hab ich denn für ein Visier? Welches Ziel sehe ich irgendwie die Gegner alle rot, Alle. Oh shit. Rot? Ja, irgendwie, wenn ich die anvisiere und...
Oh, ich hab eine Drohnenhammer, geil. Ich weiß was, was du nicht weißt. Feindliche Positionen werden. Allein der Spruch von meiner Charakterin. Ich weiß was, was du nicht weißt. Wie alt ist sie? 13 oder was, ey? Spiel mir schon die stille Post oder was, ey? Ich weiß nicht, ich weiß was du nicht weißt. Ich laufe jetzt mit dem MG zielend. Ich gucke gerade. Leute. Hä? Achso, da ist nichts. Ey, wie schnell die um die Ecke sind, Ich habe eine Reaktionszeit von wirklich so einer toten Maus, Komm, zeig dich. Ich weiß, dass du jetzt gucken wirst. Und dann kriegst du einen Header ab. Oh, nein. Ach, von oben. Und tschüss. Einfach mit der MG reinballern. Hey, wo ist der hin? Hinter mir. So. Ich hab eine Raketenwerfer als zweiter Waffe. Hammer geil. Jetzt geht's los. Schieß jetzt einfach in den Raum da rein, und BAM, Junge, gebe ich in der Mitte. So, zeig dir so. Oder weißt du was? BAM, Junge! Du wirst jetzt fliegen, wenn du jetzt reinkommst. Du wirst fliegen. Cannon-Bombe! Komm, zeig dich, Junge. Ja, die sind so schnell. Warum? Ich weiß, das ist so krass, ey. Als wenn nicht nur die, sondern auch ihre Charaktere Energy Drinks getrunken haben, ey. Ja. Ich warte jetzt die ganze Zeit hier, bis jemand reinkommt, dann baller ich die Rakete in sein Gesicht. Frage ist noch, wo kommt. Der ist gestorben. Ah, da kommt jemand. Ja, komm rein, Junge. Nicht so schüchtern. Da kommt jetzt einer. Komm, Junge, komm. Ich hab's ja nicht gekriegt. Komm rein. Nee. Die sind so unglaublich schnell, ne? Ja. Der ist schneller als mein Raketenwerferschuss gewesen. Das kann nicht sein, ne? Oh. Fresh. Als ich das Spiel angefangen hatte, ne? Vor einer Stunde. Da war es für mich ein Call of Duty, was okay war. Die Zeiten ändern sich aber schnell. Und mit Zeiten ändern sich schnell, meine ich eine Stunde. Weil das Call of Duty hat glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt. Ich habe nicht mal den Schuss mit dem Raketenwerfer gehört gerade. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, so langsam kann ich wirklich sagen, das ist das schlechteste Call of Duty, was ich jemals gespielt habe. Und da habe ich sogar Cold War gespielt. Und Infinite Warfare. Ja? Infinite Warfare vor allem, ne? Für mich war das bis jetzt das schlechteste Call of Duty aller Zeiten, ne? Und ich welches? Dachte, Infinite Warfare. Nee. Ich hätte niemals gedacht, dass irgendein Call of Duty dieses Call of Duty vom ersten Platz stoßen kann. Aber Activision beweist immer das Gegenteil. Sie zeigen einfach, dass man mit dem Unmöglichen rechnen sollte. Von alle Seiten kommen. Meine Gamer-Augen wurden noch nie so krass beleidigt. Ey, guck mal, ein Comeback, Alter. Ist schon mal geil, oder? Ich mal einsammeln. Und schlau. Eigentlich müsste ich ja noch so eine Sniper-Runde machen nochmal, ne? Wegen der letzten Runde. Weil die wegen dem Freeze, ne? Aber die Sniper ist so schlecht. Er hat ja hingelegt, der Mongo. Und er hat mich gekillt. Die Sniper ist so schlecht, dass im Spiel, dass ich die einfach. Ich verweigere einfach eine weitere Folge mit der. ich verweigere die neue Folge mit der. Die kann ich nicht zocken. Die ist so schlecht. Er sitzt da in der Ecke, Alter. Ist die Map zu groß für die 6 gegen 6 oder sind einfach die Gegner nur krass am Campen? Man merkt schon den Spaß, den ich im Spiel habe. Sehr viel.
Weißt du, ich jag jemanden mit Raketen von der Luft und dann kommt so eine so eine komische Bombe runter. Headshot, Beach, Headshot. Headshot. Nicht mal. Dann kommt einer um die Ecke. Nein, 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 nicht mich, nicht mich. Wie junge Götter snipern die, wie junge Götter. Hup, er kam von hinten. Where do you? Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Ich glaube, da spawnt jemand gerade neben mir oder so. Ah, da kommt einer. Weißt du, das Schlimme ist, ich spiele gerade so eine Kackrunde, ne? Und ich bin trotzdem, ich gewinne die Runde trotzdem, woran liegt das? Verbündetes Bombardement unterwegs. Oh, oben. Ja, ich bin schon tot. Sehr schön. Na gut, solange ich nach der Runde komme, also die Standardkasse auf jeden Fall durch, ne? Für den ersten Tag, also ich, am ersten Tag werde ich 5 Folgen hochladen tatsächlich. Ja. Eine um 12, ne, eine um 9, eine um 12, eine um 15, eine um 18 und eine um 21 Uhr. So alle 5 Klassen halt, ne? So. Ich weiß, es kommt zu spät, ne? Weil das Spiel schon seit 2 Wochen draußen, aber besser spät als nie. Das stimmt. Wobei bei dem Spiel kann ich sagen, da hätte auch das Sprichwort gepasst, besser nie als irgendwas halt, ne? Besser nichts als irgendwas. Ich hab nur Assist bekommen, ne? Blutrunstig. Wow! Wow, du bist sogar. du bist Erste. Ja, manchmal gut, manchmal nicht. Ja, was heißt sagen, ne? also, die Aufnahme beende ich hier schon mal, ne? Obwohl, warte, wir gucken mal noch, ob Jamie in Treppchen ist halt, ne? Also, ob sie in den Top 3 ist. Aber müsste eigentlich sein, ne? Wegen den meisten Punkten und so weiter. Aber wir gucken mal trotzdem. So, das ist bestimmt. Könnte ich schon Jamie, sein. Ja. Ja. Meiste Nachwachabschüsse, sehr gut. Meiste Kopfschüsse, hammer geil. Und wer ist das? Ja, natürlich kriegt Amy die Stimme, ne? So. Was? 7 Kopfschüsse sind besser als 6 Mehrfachabschüsse? Als ich vorhin 9 Kopfschüsse gemacht habe, ne? Ja, okay, das sind deine Clan-Mitglieder wahrscheinlich. Das ist immer anders, ne? Wie die tippen. Ja, jedenfalls, nächste Runde. Wir gehen auf jeden Fall mal raus. Ich mach meine Klasse und für euch geht's in der nächsten Runde auf jeden Fall weiter. So, ich hoffe, ist das Spiel wieder eingefroren? Ne, Gott sei Dank nicht. So, darf ich verlassen? So, das wär noch der grüne Abschluss gewesen. Also, ich mach meine Klassen, für euch geht's sofort weiter. Bis gleich. Kackspiele. Ja, das war noch eine Aufnahme, aber ich wollte, dass es eine Aufnahme bleibt, So, bis gleich.